Stört dich dieser kleine Pfeil an deinen Desktop-Verknüpfungen? Dann zeige ich dir jetzt, wie du ihn entfernen kannst. Und am Ende, wie du es auch wieder rückgängig machen könntest. Als erstes gehen wir dazu auf die Suche. Dort gibst du regedit ein. Das öffnet den Registrierungseditor von Windows. Die Benachrichtigung, dass dadurch Änderungen an deinem Computer vorgenommen werden können, bestätigst du. Im Registrierungseditor änderst du Registrierungseinträge von Windows. Sei hier also besonders vorsichtig, wenn du nicht genau weißt, was du hier tust. Halte dich also am besten immer an Anleitungen, die du findest. Wir öffnen jetzt den Ordner HKey Local Machine. Als nächstes gehen wir auf den Ordner Software und öffnen diesen mit diesem kleinen Pfeil. Dann suchen wir uns den Ordner Microsoft. Hierin gibt es den Ordner Windows. Auch diesen öffnen wir. Anschließend öffnen wir den Ordner Current Version. Und zum Schluss den Ordner Explorer. Mit einem Rechtsklick auf Explorer gehst du auf Neu und dann auf Schlüssel. Das legt einen neuen Ordner an. Diesen nennen wir Shell Icons. Wichtig ist hierbei, dass du das S groß schreibst und das I groß schreibst und zwischen beiden Worten ein Leerzeichen lässt. Nun befinden wir uns in diesem Ordner und erstellen mit einem Rechtsklick und Neu eine neue Zeichenfolge. Diese nennen wir 29. Mit einem Doppelklick darauf kannst du nun einen Wert eintragen. Hier trägst du Folgendes ein. Prozentzeichen WinDir Prozentzeichen Backslash System 32 mit großem S Backslash Shell 32.dll, minus 50. Das Ganze bestätigen wir nun. Jetzt siehst du, dass die Zeichenfolge mit dem Namen 29 diesen Wert hat. Damit die Änderung jetzt wirksam wird, öffnen wir den Task Manager. Dazu gehen wir unten auf die Startleiste mit dem Rechtsklick, dann auf Task Manager und suchen uns hierin den Prozess Windows Explorer. Wenn du den Prozess gefunden hast, gehst du dort mit einem Rechtsklick drauf und klickst auf Neu starten. Dann wird dein Bildschirm kurz schwarz, lädt sich neu und du siehst schon, die kleinen Pfeile an den Verknüpfungen wurden entfernt. Auf manchen Computern hingegen bekommst du so ein schwarzes Viereck angezeigt. Das wollen wir natürlich nicht. Dann gibt es folgenden Trick. Dazu gehst du wieder in den Registry-Editor, klickst auf die 29 und löschst diesen Wert komplett raus. Lässt dieses Feld also leer und klickst auf OK. Dann startest du den Prozess Windows Explorer erneut neu. Wie du siehst, wurden spätestens jetzt die kleinen Pfeile und diese schwarzen Vierecke entfernt. Möchtest du die kleinen Pfeile doch wieder haben und es somit rückgängig machen, gehst du wieder auf den Registrierungseditor, wählst die 29 mit dem Rechtsklick und gehst auf Löschen. Anschließend bestätigst du diesen Hinweis. Auch jetzt musst du den Windows Explorer Service wieder neu starten oder du startest deinen Computer einmal neu. Wie du siehst, ist der kleine Pfeil an den Verknüpfungen jetzt wieder da. Hat dir dieses Video weitergeholfen, dann abonniere doch direkt den Kanal, um keine nützlichen Computertipps mehr zu verpassen.